Also wir sind sehr froh, dass wir es endlich wieder organisieren können. Wir freuen uns darüber, dass wir so viele Teilnehmer haben. Und die Teilnehmer sind alle sehr froh, dass es wieder stattfindet. Wir hatten sehr, sehr viele Teilnehmer, also 400 Anmeldungen und 200 Tagesmelder. Das heißt, es ist von jedem Auto was dabei. Es sind Mopeds dabei, Motorräder, LKWs. Also das ist das Highlight, dass eigentlich von allem was dabei ist hier. Also im Vordergrund steht eigentlich immer das Präsentieren von seinen Schätzchen, von seinen Oldtimern und einfach das Treffen mit Gleichgesinnten, dass man sich austauschen kann und dass man einfach Freude hat. Das Oldtimer-Treffen, speziell hier das IFA-Treffen, ist für mich einfach so eine Sache, wo ich sage, es ist mein Heimatort hier und alle Leute, die hier sind und die hier, die ihre Fahrzeuge hier das ganze Jahr lang wirklich hegen und pflegen, ne, sind für mich einfach ans Herz gewachsen. Seit Jahren hat man wieder endlich die Möglichkeit, dass es wieder stattfindet, weil es eines der schönsten Treffen ist, finde ich. Es ist nicht zu überladen und man trifft einen Haufen Freunde und Leute, die man halt manchmal nur hier sieht. Das ist ein Lebensgefühl, finde ich. Das Rebsgrüner Oldtimer-Treffen ist eines der schönsten Treffen des Jahres. Wir freuen uns sehr, dass es jetzt endlich seit Corona mal wieder stattfindet und sind sehr glücklich darüber, dass wir uns hier mal wieder alle treffen, alle Kumpels und alle Leute, die man kennt, dass man sich mal wieder sieht. Hier drumherum, also man kennt hier mittlerweile wenigstens ein Drittel von den Teilnehmern über die Jahre. Ne? Das ist wie eine Familie, das ist wie wenn du dich zu einem großen Familienfest triffst. Ein Wahnsinnstreffen, schön, vor allem wieder nach zwei Jahren, wo es nicht stattgefunden hat, dass wir alle mal wieder hier sind und alle uns sehen und die Leidenschaft gemeinsam teilen können. Die IFA-Fahrzeuge faszinieren mich deshalb, weil die Produktion dieser Fahrzeuge, egal welches IFA-Fahrzeug es ist, ist einfach aus der Not geboren und trotzdem so extrem durchdacht, dass diese Fahrzeuge heutzutage immer noch ohne viel Wartung laufen. Und die Ingenieure, die damals bei der IFA tätig waren, die haben einfach dafür gesorgt, dass so ein Fahrzeug, ne, lange hält und wirklich für das Geld, was du damals bezahlt hast, dass du da was kriegst, was du wirklich dein Leben lang hast. Und guck dich um, hier stehen überall IFA-Fahrzeuge rum, ne? Und die halten noch, die fahren. Es gibt hier Fahrzeuge, die sind nicht restauriert und fahren trotzdem noch. Und das ist das, was mich an dieser IFA-Kultur fasziniert. Die Leidenschaft zu den Oldtimern habe ich durch meinen Vater und durch meinen Großvater schätzen und kennengelernt. Da schon seit klein auf alte Motorräder und Autos bei uns zu Hause immer rumstanden, in der Scheune, in der Garage und überall. Und mit 7 Jahren hatte ich dann das erste Moped gehabt und dann ging es halt so richtig los. Ich war als Kind schon Trabant verliebt und da habe ich, also ich glaube, das war mein erstes Wort mit Trabi. Und seitdem habe ich mich verliebt und wollte immer einen haben und dann habe ich mir den Traum verwirklicht. Ich war vor 12 oder 13 Jahren in Werdau mal zu einem Oldtimer-Treffen. Das ist das größte Nutzfahrzeugtreffen. Und dort bin ich rumgegangen, habe mir die Autos angeguckt und habe mir gedacht, hier muss ich einfach mal mit her, aber nicht als Besucher, sondern als Teilnehmer.